Moin moin und willkommen zurück zu Let's Play Dishonored, The Knife of Dunwall. Letztes Mal habe ich endlich die Schnellspeicherfunktion für mich entdeckt. Und das war knapp. Ich wollte da nicht gerade springen. Du dich gefälligst, du Arsch. Da hinten ist eine Rune, verdammt, da ist eine Rune. Wurde mir die vorher auch markiert, falls ja, habe ich sie irgendwie nicht bemerkt. Die Rune ist da irgendwo unter mir. Ui, noch mehr Wachen. Sir, was gibt's? Ich wollte Ihnen nur zu Ihrer eigenen Einheit gratulieren. Drin liegen Betäubungsbolzen. Das ist schön. Ich könnte da vielleicht sogar gleich mal hier welche einsetzen für die beiden. Brauchen wir nicht mehr Männer, Sir? Die Hutmacher besetzen das Viertel. Wir sind die Wache, Dummkopf. Jeder von uns ist 5 von diesen Vagabunden wert. Vergiss das nicht. Perfekt. Bolzen, Betäubungsbolzen finden wir aber erstaunlich viele. Also deutlich mehr jedenfalls als mit Corvo. Das finde ich gar nicht mal so gut, weil also in gewisser Weise... Egal. In gewisser Weise macht es das natürlich dann einfacher, nicht tödlich zu spielen, aber genau das stört mich halt. So ein bisschen, auch wenn ich immer noch glaube, dass es insgesamt so oder so einfacher ist, nicht tödlich zu spielen, weil das Kampfsystem hier, ich persönlich komme damit nicht so gut klar. Aber trotzdem heißt das ja noch nicht, dass man... Wo bin ich hier gerade? Ah, da ist eine Rune, okay. Trotzdem heißt das ja nicht, dass man einen jetzt mit Betäubungsbolzen zuballern muss. Finde ich gar nicht mal so gut eigentlich. Sag ich ganz ehrlich. Ich mag es durchaus, wenn solche Schleichaktionen durchaus auch mal ein bisschen schwerer sind. Komm ich hier rein? Nö. Komm ich da rein? Ja. Und... Ah, da. Feins. Kann ich eigentlich für irgendwas Sinnvolles nutzen? Ich glaube... Ja, ich glaube, ich spare mal auf Zeit verlangsamen. Vielleicht wird es mir doch nochmal nützlich. Je nachdem, wie viele wir für Stufe 2 brauchen. Ups. Du solltest dich eigentlich gerade daran festhalten. Bist du halt ernsthaft gegen die Kette geknallt? Halt dich endlich an dieser Scheißkette fest! Mensch! Daut, bitte! Das ist hier ernsthaft, bitte verhalte dich professionell. Oder tu wenigstens so. Ach, weißt du was, leck mich doch am Arsch. Teleportieren wir uns eben hoch. Meine Güte, wenn du dich nicht so anstellen würdest, dann wäre der Job auch einfach, wa? So. Auf zum Justizbezirk. Hier gibt es sogar eine Ratte. Möglicherweise gibt es irgendwo... Irgendwer hat mich da gehört. Ah, der Typ. Keine Sorge, ich... Mach dich schon. Das ist der Grund, warum man normalerweise in diesem Spiel nicht rennt. Ist halt nicht so ganz ungefährlich. Man hat den Schlüssel. Nö. Auf in den Justizbezirk. Und hier müssen wir jetzt diesen Typen finden. Ihn unschädlich machen. Also... Sieh dich mal um. Versuch, Timsch zu finden. Auf den Dächern in der Nähe ist Ausrüstung versteckt. Wir haben schon seit längerem einen Anschlag auf Timsch vor. Ich weiß. Die halbe Stadt will ihn tot sehen. Wir werden mit ihm etwas Geld verdienen. Wir treffen uns da vorne. Okay. Mit Informationen und Vorräten. Hm.
Das ist gut. Information. Das könnte nämlich dann vor allem bedeuten, dass wir dort auch die Möglichkeit finden, wie wir ihn lebendig ausschalten. Bezirk Ufer. Achso. Hä? Moment, was? Siebter Lumpengräfin. Achso. Ziehe die Welt. Ach ja, stimmt ja. Ich muss noch irgendwo das Tarotkarten. Tarotkarten sind so viele Karten. Ich weiß gar nicht, wie viele sind. Darum kümmere ich mich später. Da vorne sind drei Runen Knochenartefakt. Da oben ist ein Knochenartefakt. Da würde ich doch mal sagen. Nix wieder hoch. Ich glaube, die Sprungkraft ist wirklich ein bisschen sehr übertrieben. Was haben wir diesmal? Schneller Pirscher. Erhöht sich... Ah, oh, scheiß drauf. Ich habe gerne meine Waffen ausgerüstet. Beziehungsweise ich habe sowieso immer gerne Kraft ausgerüstet. Deswegen nicht so schlimm. Da ist schon wieder eine Lichtmauer. Und was? Ah, wunderbar. Das ist auch gut. Die Wachen... Okay, das könnte uns auch weiterhelfen. Beziehungsweise wird uns wahrscheinlich weiterhelfen. Ach, das da unten ist dann wahrscheinlich der Gefangene. Okay. Kann ich mich da einfach fallen? Irgendwas sagt mir, dass das eine Wache ist und nicht der Gefangene. Der scheint... Oder? Speichern und runter. Guten Tag. Du hast eine Maske auf. Dowd, nicht wahr? Sie wären nicht in diesem Bezirk, wenn Sie nicht hinter Timsch her wären. Was wollen Sie? Rache. Timsch antun, was er mir angetan hat. Er soll alles verlieren. Opfer eines seiner eigenen Räumungsbefehle werden. Hier ist einer. Mit der gefälschten Unterschrift des Lordregenten. Bitte gehen Sie in meine alte Wohnung. Direkt neben Timschs Haus. Hier ist die Adresse. Aber von der Straße aus kommen Sie dann nicht rein. Dort finden Sie mein Tagebuch mit der ganzen Wahrheit und allem, was Sie wissen müssen. Aber Sie sind Geschäftsmann, wie ich es einst war. Darum erwarte ich nicht, dass Sie es umsonst machen. In meiner Wohnung finden Sie ein Geldversteck. Betrachten Sie es als Vorauszahlung. Genial. Quasi. Okay, da komme ich nicht rein. Brauche ich aber auch gar nicht rein. Ich bin übers Dach gekommen. Genauso gehe ich auch wieder raus. Alter. So hoch würde ich auch gerne springen können. Gilt das als eins von Zuckerlaufs Gemälden? Die Dinger sehen ja irgendwie alle gleich aus. So. Ich muss... Ich nehme jetzt die... Ah, da. Justizplatz 7. Oh, großartig. Dankeschön. Stehen hier auch Hausnummern dran? Auf dem Dach. Auf welchem Dach? Ach, da hinten. Okay. So weit, so gut. Einmal speichern, bevor ich runterfalle. Das muss ich wie... Ich stelle mir das ein bisschen lustig vor, wenn man das so sehen könnte. Also da die Zeit stillsteht, würde man es ja nicht wirklich sehen. Aber dort hängt er quasi kurz in der Luft, zielt, wo er sich hinporten will und teleportiert sich halt dann erst dahin. Das stelle ich mir wie lustig vor. Guten Tag. Ui, eine Karte, das ist gut. Empfang, blablabla, das ist mir aber alles scheißegal, wenn ich das alles eh nicht brauche, weil ich gar nicht erst rein muss, theoretisch. Ich brauche sein Testament, ich muss so oder so rein. Mist. Wohnung 7. Es könnte es sein. Nummer 2. Von hier aus quasi gegenüber. Und das 1 ist das, genau, okay. Das ist gut zu wissen. Notizen über die Erkundung. Erstaunlich rüstig, besitzt ein Schwert und eine Pistole zur Selbstverteidigung, okay. Ruhelos, unstet und bewegt sich durch alle Etagen seines Hauses. Ah, okay. Bewahrt den letzten Willen seiner Großmutter in einer Truhe in seinem Büro im zweiten Stock auf. Das ist wichtig, zweiter Stock im Büro.
Eingangstür führt in die Lobby. Brauche ich nicht. Ich nehme eh keine Eingangstür, wenn sich vermeiden lässt. Zwei Etagen, hohe Halle mit Balkons. Ja, perfekt. Das will ich doch genau. Der zweite Balkon, Glastüren, führt direkt in Timschs Büro. Ja gut, aber Glastüren kann nicht halt potenziell gesehen werden. Muss ich aufpassen. Obergeschossbalkon rechts und links vom Gebäude. Leichter Zugang. Wunderbar. Hintertür in den Keller. Der Schlüssel liegt hier dann scheinbar. Habe ich gerade einen gesehen. Okay, brauche ich nicht zwangsweise. Vielleicht ein Speiseaufzug vom Keller zugänglich. Ist eine Einbahnstraße. Okay, damit würde ich vom Keller nach oben kommen. Das will ich aber nicht vermeiden. Ich habe gerne... Gut, mit dem Blick ins Nichts sowieso, aber ich kann gerne ein bisschen besser sehen. In so einem Schacht würde ich mich, glaube ich, nicht so ganz wohlfühlen bei. Trägt einen Schlüssel bei sich, mit dem er wichtige Truhenschränke verschließt. Also ich werde ihn finden müssen, dann werde ich ihn K.O. schlagen, mir seinen Schlüssel nehmen, dann komme ich damit an das Testament dran und scheinbar auch an einige Porträts, möglicherweise wieder welche von Sokolov dabei. Von einer Wohnung geht's über das Dach zum Ufer. Das könnte auch irgendwie nützlich sein. Okay, gut zu wissen. Und hier nehme ich alles mit, was ich tragen kann. Und den Kellerschlüssel. Wie geht's? Seine Lordschaft der Justitia ist im Schlafzimmer. Obergeschoss. Ich sag nicht, was er gerade macht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wissen will, wenn du so sagst. Ja, großartig. Wobei gut, dann ist er beschäftigt. Wir sind in seinem Schlafzimmer. Und da hinten, das ist wahrscheinlich quasi unser Ticket hinein. Schlafzimmer. Gut, ich weiß nicht, wie lange er da bleiben wird. Dann fange ich da an. Und... kümmere mich danach erst um die Nummer 7. Die müsste dann... Ne, wo ist denn die denn? Hast du mal ein Handy hier wirklich nirgendwo dran, oder? Ne, da ist 8. Da ist nix. Da hinten ist 9. Dann ist das hier doch Nummer 7. Ja, da steht es auf verlassene Wohnung. Also wahrscheinlich muss ich da rein. Okay. Da oben komme ich über den Balkon. Das heißt, ich würde jetzt erstmal versuchen... darüber auf den Balkon zu kommen. Von da aus, da unten ist Beute. Ah, scheiß auf Beute. Oder? Speichern. What? Scheiße, wieso komme ich da nicht hoch? Geht doch. Das macht mich nervös, wenn das nicht funktioniert mit dem nach oben klettern. Ich stehe nur ungern auf offener Straße in so einem Spiel hier. Alles klar, wir haben da auch eine Rune. Ach stimmt, auf die muss ich auch noch achten, dass ich die alle finde. Na, krieg ich schon hin. Da drüben ist noch eine Rune. Ich werde wahrscheinlich in alle Häuser anbrechen müssen. Meine Rune. Jetzt habe ich auch wieder Zeit verlangsamen. Genau. Ich bräuchte aber Stufe 2. Räumungsbefehl, perfekt. Schlüssel zur Wohnung 10. Warum 10? Solche, bla 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 bla. Okay. Soweit, so gut. Ich habe die Möglichkeit, ihn nicht tödlich auszuschalten. Da ist noch eine. Die könnte von da unten zugänglich sein. Wenn ich hier irgendwo reinkomme. Wer ist das? Könnte ein Dienstmädchen sein. Davon habe ich auch noch irgendwo jemanden gesehen. Ich muss sowieso erst zu dem Typen hin. Und das ist das, was mich hat. Ich will nicht durch den Keller gehen. Zack. Was ist das? Übel riechender Sack. Will
Leere den Sack in der Luftverteilung. Und jetzt habe ich irgendwie nicht gelesen, was ich da tun sollte. Wozu? Also welchen Sinn hat das? Hier ist hier ein Schrein des Ortszeigers. Ich habe mich immer gefragt, wie er wohl riecht. Vergammeltes Fleisch? Frühlingsblumen? Stellt er Ihnen Fragen? Wann er wohl zu mir spricht? Du bist mir ein bisschen zu neugierig. Hier ist eine letzte Lektion, um die alten Zeiten willen. Der Justiziar war ein Meister darin, die Schwachstellen seines Gegners zu finden. Aber in Delilah sah er keine Gefahr, bis es zu spät war. Du bist der Einzige, der sie im Auge hat. Und ich natürlich. Ich sehe alles. Und gerade sehe ich, wie ein Mann auf einem Drahtseil über einen See aus Blut und Korruption balanciert. Die Kaiserin ist tot. Und das Wasser steigt. Du hast Rothwild in eine Kiste gesteckt, die in den kalten Norden verfrachtet wird. Ziemlich unblutig für jemanden, dem so viel Blut an den Händen klebt. Hat die Kaiserin dich verändert? Oder hoffst du so deinem Schicksal entgehen zu können? Du solltest dich beeilen. Deine Zeit wird knapp. Sie haben geträumt. Ich hoffe, es war erleuchtend. Sechs, okay. Interessant. Aber es stimmt, ne? Ziemlich unblutig für Dauds Verhältnisse. Achso. Nee, dann bleib ich hier. Ich muss dabei irgendwie... Weil, einfach bei diesen Worten, wo er sagt, hat der Tod der Kaiserin dich verändert, da muss ich einfach zwangsweise an Fire Emblem denken. Fire Emblem Awakening. Da unten sind noch Sachen. Das sind wahrscheinlich welche im Keller. Da muss ich... da hinten könnte der Keller sein. Vielleicht fange ich doch mal mit dem Keller an. Auch wenn es mir ein wenig widerstrebt. Dass es mir gefällt. Ganz schnell zumindest alles ausräumen. Was du jetzt machen sollst? Wie wär's mit dem Nickerchen? Was? Oh nein! Ernsthaft? Musstest du dich in dem Moment umdrehen? Das wär jetzt scheiße. Mit was wir tragen können. Ich weiß zwar nicht, wo Dort den ganzen Kram hinpackt. Aber was soll's. Große Hosentaschen, der Typ. Ups. Was ist das? Nix, okay. Kellerschlüssel, noch einer. Ja, vielleicht, damit er wieder rauskommt. Das ist der Aufzug. Okay, den will ich ja eigentlich nicht benutzen. Im ganzen System traue ich da nicht so ganz. Da vorne liegt eine Rune. Wo ist Justizia Timschen wieder? Okay. Darum kommen wir uns mal anders. Räumen wir erstmal hier alles aus. Luftverteilung. Ich könnte wahrscheinlich... Ich könnte halt die gesamte Luft des Hauses wahrscheinlich irgendwie verpesten oder so, aber ich weiß nicht, was mir das bringen soll. Was ist Beutejäger? Achso. Oh, lassen wir erstmal so. Ich glaube, ich würde schon bei der Methode bleiben, oben durchs Dach zu gehen. Oder irgendwie über den Balkon. Probieren wir es mal aus. Speichern. Den Sack.
erst die Dokumente austauschen? Achso. Verstehe. Verstehe. Wahrscheinlich passiert dann irgendwo, was soll denn passieren? Ich lasse es erstmal. Irgendwas sagt mir, das könnte eine dumme Idee sein, deswegen warten wir mal. So. Du gehst schlafen. Ich könnte mich natürlich... Okay, ich glaube, ich versuch's mal. Beziehungsweise ich versuch's mal beim nächsten Mal. Ich kann mich auch eigentlich vom Keller durch sämtliche Stockwerke bis nach oben arbeiten. Ist, glaube ich, eher so eine Strategie, der ich folge. Versuchen wir's einfach mal. Können wir auch von oben nach unten arbeiten, wenn ich halt mit dem Lift ganz nach oben fahre. Lassen wir mal lieber. Das war's erstmal für heute. Nächstes Mal dann, ja, das gesamte Gebäude untersuchen, soweit wie möglich. Und dabei noch Möglichkeit nicht hin. Wobei entdeckt wurden wir schon, also ist eigentlich scheißegal. Na, ich versuch's trotzdem. Bis dahin. Ciao.